meine Lieben, und willkommen zu unserem Fat Burner Bauch Workout. Wir machen heute ein HIIT Workout. 4 Blocks habe ich für euch vorbereitet und die machen wir zweimal durch. Und da haben wir sowohl Bauchübungen, so richtig dolle Bauchübungen dabei, aber wir haben auch richtig krasse Cardio-Einheiten. Unser Intervall sieht folgendermaßen aus. Wir haben erstmal unsere 25-sekündige Pause, danach kommt eine Übung Bauch. 40 Sekunden, also Kraft. Und danach haben wir kurz 10 Sekunden, um uns für die nächste Übung vorzubereiten. Die geht nur 30 Sekunden und das ist dann richtig Cardio, richtig intensiv, damit wir in diesen hohen Pulssektor reinbekommen. Und wir wollen ja einen möglichst hohen Puls erreichen, immer in unseren Intervallen. Maximal dann wieder runterkommen, maximal wieder runter. Also diese Abwechslung Kraft-Ausdauer. Ich nehme hier meine Samsung Galaxy Watch Active 2, um das Ganze zu messen. Und ich bin sehr gespannt, wie mein Puls am Ende aussieht, was mein Maximalpuls war. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer Maximalpuls bei eurer Tracking-Uhr war. Und ich starte jetzt hier bei meiner Galaxy Watch. Anderes Workout für all diejenigen, die mitmachen wollen. Ich hoffe, ihr seid gut aufgewärmt. Unsere Uhr zählt. Und dann geht's auch schon los. Erste Übung sind unsere Star Crunches. Seid auf jeden Fall gut aufgewärmt. Unten in der Infobox ist wie immer ein Aufwärmvideo von mir. Und dann kommen wir runter. Erste Übung Star Crunches und danach machen wir nach der 10-sekündigen Pause machen wir Side Step mit Tuck Jumps. Okay, runterlegen. Unsere Star Crunches sehen folgendermaßen aus. Hände und Beine weit auseinander und immer überkreuzt hochfassen. Los geht's. Hoch und rutsch. Beim Hochkommen ausatmen. Einatmen, runter. Ausatmen, hoch. Ihr könnt euch immer ganz ablegen und hoch. Das hier ist unser Kraftteil, unsere Kraftübung. Und wir machen jeden Block zweimal durch, bevor wir zum nächsten Block kommen. Ausatmen, hoch. Einatmen, runter. Und ich möchte, dass ihr hier auf Kraft fokussiert, also wirklich auf die Bauchmuskeln, die hier arbeiten. Und beim nächsten Übung geht es um Cardio. Das heißt richtig schön intensiv Geschwindigkeit aufnehmen und diesen Puls mal ganz anders belasten. 10 Sekunden und danach machen wir unsere Side Steps mit unseren Tuck Jumps. Das heißt, der geht so. 1, 2, 3, 4 und den Tuck. Und wieder von vorne. Los geht's. 1, 2, 3, 4 und Tuck. 1, 2, 3, 4, Tuck. Mal in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4. Tuck. Nicht vergessen immer den Tuck dazwischen. 4-mal. Jede Seite 2-mal. 3, 4. Pause. Wir haben 25 Sekunden Pause. Und danach machen wir noch einmal diesen Zweierblock, bevor ich euch sage, wie es weitergeht. Mein Puls ist jetzt schon bei 156. So schnell kann es gehen. Wir haben noch 10 Sekunden. Danach geht es wieder runter. Haare sind auch schon wirr. Das gehört dazu. Runter. Wieder unsere Star Crunches. Runter, ausatmen, hoch. Ganz Weg runterlassen. Und immer explosiv ausatmen. Besonders explosiv könnt ihr hochkommen und dann in die Rückwärtsbewegung ganz langsam, Wirbel für Wirbel. Da werdet ihr so richtig schön am Bauch spüren. Unsere Krafteinheit ist 40 Sekunden, damit ihr auch richtig den Bauch spürt, damit ihr merkt, okay, die Wiederholungen gehen jetzt richtig auf die Muskeln. Drückt euch ruhig mit eurem unten bleibenden Arm ein bisschen ab. Aber jetzt haben wir erstmal Cardio. Cardio, let's go. 4 Side Steps. 1, 2, 3, 4, Tuck. So hoch wir können. 1, 2, 4, Tuck. Andere Richtung. Mache ich schon ganz andere Übungen hier. 4, Tuck. Wechseln immer. Und wir haben unseren Puls wieder hoch auf fast 170. Asana Plank, Leg Plank Crunches. Das heißt, wir gehen die Plank runter
und ziehen unsere Beine an, abwechselnd. Und danach machen wir Side Runs mit unserem Half Burpee. Erste Übung. Komm runter in die Plank. Wir ziehen das Bein an. Das rechte hoch. Und ihr macht dabei immer so ein bisschen so ein Rundrücken. Knie anziehen und hochdrücken. Dieser letzte Crunch ist das, was ich sehen möchte. Rechtes Bein Richtung Brust. Und dann zieht ihr nochmal nach und geht wieder runter. Gerade Plank anziehen und hochkommen. Runter. Nicht den Po zu hoch kommen lassen. Nur beim Anziehen darf er hoch. Ihr dürft rund werden und ihr dürft wieder gerade werden und runter. Gewicht nach vorne verlagern. Saubere Plank anziehen. Crunch. Runter. Zurück. Hoch. Anziehen. Zurück. Runter. Wir machen unsere Side Runs. Ich möchte richtig seitliches Rennen sehen. Half Burpee down. Ohne Liegestütz, okay? Rennen. Runter und wieder hoch. Zurückrennen. Kleine Schritte. Bleibt so ein bisschen in der Hocke. Und richtig schnell seitlich rennen. Runter, hoch. Runter, hoch. Wir haben noch 3 Sekunden. Einer geht noch. Pause. Puls. Noch ein Durchlauf. Noch einmal unser Plank mit dem Crunch und noch einmal unsere Side Runs mit den Half Burpees. Okay, wir sind bei über 170. Schaut ruhig mal auf euren Puls, wie der sich bei euch verhält. Runter gehen und in die Plank. Po ein bisschen runterkommen lassen, nach vorne beim Gewicht. Ein Bein anziehen und hoch. Crunch, zurück, Beinwechsel. Crunch, zurück. Beinwechsel. Und konzentriert euch auf euch, wie sich diese Übung anfühlt. Vor allen Dingen dieses Anziehen, diese letzten Zentimeter, das Knie Richtung Brust. Da werdet ihr es richtig schön im Bauch spüren. Letzten 3 Sekunden. Letztes Mal die Übung. Wir haben wieder unsere Side Runs mit dem Half Burpee Down. Seid ihr bereit? Run! Burpee Down, hoch! Nicht zu große Schritte, rennt bis zum Schluss. Ich weiß, man ist dabei, immer irgendwann die Schritte größer zu machen. Aber je kleiner, desto besser. Und je schneller, desto besser vor allen Dingen. Nehmt die Hände mit. 10 Sekunden. Mal schön nach hinten springen und wieder nach vorne kommen. Pause. Wir haben den Block abgehakt. Jetzt kommen unsere Set Leg Side Let Downs mit einem Crunch Up und danach One Legged High Knees. Kommen runter. Unsere Beine sind L-förmig angeordnet. Rechter Winkel, Hände neben euch. 1, 2 und dann ein Crunch auf Füße berühren, okay? Also, nach links runter. Hände neben euch als Stütze. Rechts runter, Beine bleiben zusammen. Und ein Crunch up. Ihr müsst nicht die Füße berühren können, aber so weit wie möglich hochkommen. Und jetzt mal nach rechts runter zuerst. Und nach links. Beide Schulterblätter auf dem Boden. Und Crunch up. Haltet im rechten Winkel. Haltet eure Füße hoch. Runter und runter und Crunch up, andere Richtung, ausatmen, runter, einatmen, hoch, ausatmen, runter und hoch, 10 Sekunden, One Legged High Knees, das heißt, wir machen immer mit demselben Bein High Knee, bis ich Wechsel sage, rechts, 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 schneller, immer das rechte Bein erstmal. Erst wenn ich Wechsel sage. Noch 5 Sekunden auf dieser Seite. Zieh, zieh. Und wir wechseln. Schön hoch das Knie ziehen, so hoch ihr könnt. Und immer diesen Zwischensprung.
Noch einmal geht's. Noch einmal diese Runde. Noch einmal unsere Side Letdowns mit unserem Crunch Up und noch einmal unsere One-Legged High Knees. Ja, noch 5 Minuten zum Durchschnaufen. Komm nochmal runter. Und Letdown nach links. Direkt beim Beat loslegen nach rechts. Schultern weiter auf den Boden und ein Crunch Up. Andere Seite zuerst. Immer schön mit den Bauchmuskeln arbeiten, auch wenn die Hände mithelfen. Crunch up. Und andere Seite. Schön langsam. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, hier geht es wirklich um Kraft. Erst bei der nächsten Übung wieder Geschwindigkeit. Hier richtig langsam. Spüren, wie die Bauchmuskeln schon richtig sagen, ah, es geht nicht mehr. Und runter. Komm hoch. 10 Sekunden. Wir haben so High Knees. Eben habe ich mit rechts zuerst angefangen. Jetzt fange ich mit links zuerst an. Die ersten 15 Sekunden. Hoch. Crunch mal richtig schön ein. Ihr könnt auch, wenn das Knie hochkommt, noch ein bisschen nach vorne gehen. Weiter. Noch ein paar Sekunden. Und wir wechseln auf die andere Seite. Fürs Cardio, wenn eure Haare nicht mehr halten, sind wir genau richtig. Nächster Block. Wir kommen zu unserem letzten Block. Plank Hip Dips, erste Übung. Und unsere zweite Übung sind unsere Kicks. Ich zeige mal kurz die Kicks. Ihr geht immer mit einem Bein zurück. Und dann nehmt ihr das Bein, tretet auf und hüpft mit dem anderen Bein hoch. Andere Seite, Kick. Aber erstmal runter, Unterarmstütz und von rechts in die Mitte nach links. Wichtig, Po nicht zu weit hochwandern lassen. Richtig schön, Gewicht nach vorne verlagern, rechte Hüfte runter, Mitte, linke Hüfte runter. Wieder in die Mitte finden, rechts, links, Kontrolle über die Körperspannung, rechts, Mitte und nicht den Po hier hochziehen. Wir machen keinen Delfin oder herabschauenden Hund. Und rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Nach dem Block, haben wir noch einen Block? Okay, wir kommen hoch in unsere Kicks. Aufpassen, dass eure Hundis nicht gekickt werden. Immer mit einem Bein runter, nach hinten und Kick, anderes Bein, runter. Und das Ganze natürlich so schnell ihr könnt, runterfassen, runter. Runter, zurück und den Schwung holen mit dem Bein, was nach vorne durchkommt. Noch einmal, noch einmal. Mal runter in unsere Planks, okay? Letztes Mal diese Kombi. Danach haben wir unsere Viertelstunde geschafft. Bereit machen. 4, 3, 2, 1. Hip Dip mit dem Beat. Links, Mitte, rechts, Mitte, links. Immer schön den Po nicht zu weit hochwandern lassen. Bleibt bei euch. In 10 Sekunden habt diese Übung überstanden. Schön weit runter mit der Hüfte, so weit ihr könnt und hochziehen. So weit runter wie ihr könnt, hoch. Und der Beep für unsere letzte Übung. Noch einmal unsere Kicks. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Versucht mal richtig Geschwindigkeit aufzunehmen. Los geht's. Und Kick. Kick. Schön mit Kraft nach vorne kicken, zurückgehen, anderes Bein, immer wechseln. Immer das, was kickt, geht zurück.
Den ganzen Weg runterfassen bis zum Boden. Sehr schön. Sehr schön durchgepowert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mein höchster Puls liegt bei 185. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer höchster Puls war. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen zeigen, wie das so funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim HIIT-Workout mit mir. Wenn ihr noch mehr solche Workouts wollt, abonniert meinen Kanal oder kommt bei mir in mein Body Shape Programm. Alles unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Schweiß läuft. Der Fieb rennt euch. Schlagt ein. Super gemacht. Und dann schönen Feierabend und viel Spaß beim nächsten Workout. Tschüss. Ciao.